Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute ein neues Thema. Es hat indirekt mit Alpland zu tun, eigentlich direkt, aber wir werden heute nicht viel Alpland sehen. In Alpland ist es ja möglich, sich einen eigenen Report zu erstellen, sich Daten auswerten zu lassen, sich eigene Attribute anzupassen oder ja, zu erstellen und diese dann an Objekten dran zu heften. Und es gibt ja immer diese Phase: Ich brauche einen Bürostandard, wo die Attribute schon drin hängen, die ich bearbeiten möchte. Ich brauche eine Auswertung, die dann Summen aufaddiert oder Flächen und so weiter und so fort. Und der letzte Step ist dann meistens die Übersicht, die Zusammenarbeit oder die Projektauswertung und am besten global über alle Projekte. Und genau um das Thema geht es jetzt. Ich habe dazu schon mal Videos gemacht. Mache aber gerne nochmal eins, jetzt sind mehr Follower da und ich glaube, dieses Thema ist einfach interessant, weil ich sehr viele Aufträge habe, Attribute und Reports zu erstellen und ja, ich komme mit der Arbeit momentan kaum hinterher, weil da sehr viele Nachfragen sind, möchte aber deswegen nicht vorenthalten, was es so gibt, weil irgendwann, ja, möchte man vielleicht auch so etwas haben und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen und möchte dann auch ein Report oder Attribute oder ein Bürostandard haben oder hat hier eine Anregung, dass es selber macht und kreiert. Aber jetzt sagen wir erstmal, was los ist. Ich habe hier zwei Quellenordner. Den einen, der ist einfach mein Archiv, sage ich jetzt mal, den können wir jetzt einfach mal außer Acht lassen. Es geht eigentlich nur um diesen Quellenordner und um diese Haupt-Excel-Liste. Ich gehe in meinen Quellenordner rein und habe hier zwei Projekte angelegt. Die sind direkt aus dem Report von Alplan abgespeichert als Excel, hier abgelegt und dann kommt folgendermaßen das hier raus. Es gibt ein Standard-Report von Alplan, wo man sozusagen sich die Durchmesser der Bewährungen rauslassen kann. Allerdings sind dann, glaube ich, ab die 20 Eisen bis 40er sind dann einfach zusammengefasst. Und die 6er, glaube ich, sind auch nicht einzeln aufgelistet. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mich dadurch inspirieren lassen, das muss man ganz klar sagen, und habe einen neuen Report erzeugt, das einzeln aufgelistet und darunter die Prozentanzahl aufgelistet, zum Beispiel das 32er Eisen, das sind 110 Kilo, sind 6,6% von dem Projekt, sind 32er gerade Eisen verlegt worden und von den gebogenen 32er Eisen 8%. Ja, sollte man natürlich nicht einbauen, das ist einfach so Testzwecke gewesen, ich habe einfach verschiedene Stäbe angelegt und dass da einfach was rauskommt. Ich glaube, ihr habt einfach von der Länge kopiert und dann einfach in den Durchmesser geht. Deswegen kommen da so komische Werte raus. Aber am Schluss habe ich dann zum Beispiel den Rundstahlverbrauch, weiß ich, das sind 75% und Mattenverbrauch habe ich ungefähr 25% in dem Projekt gebraucht und habe jetzt so Richtwerte für die nächste Stahlmassenschätzung. Oh ja, und das Projekt heißt Projekt 1, wunderbare Geschichte. Jetzt habe ich noch ein Projekt 2, da habe ich das genauso gemacht, auch wieder irgendwelche Bewährungseisen verlegt und ausgewertet. Genau, da steht Projekt 2 und da haben wir andere Auswertungen. Genau, da haben wir 87% Rundstahl verlegt und nur 12 oder 13% Mattenstahl. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Jetzt, wenn man der Chef ist und sagt, okay, jetzt habe ich irgendwann 100 Excel-Listen, nach was soll ich mich orientieren? Und man will ja irgendwie für Schätzung oder für eine Analyse, dass sie das irgendwie einpendelt, dass man da irgendwie logische Schlüsse draus ziehen kann. Ja, wenn man zum Beispiel mehr krasse Unterzüge hat oder sonst irgendwas oder Bandscheiben, wie sich das dann auf den Stahl auswirkt. Genau, und um solche Pendelung geht es. Ja, was macht jetzt der Chef? Der kann jetzt damit vielleicht wenig anfangen. Und jetzt stellen wir uns, also ich speichere das mal nicht, speichere mal auch nicht. Und jetzt hole ich mir einfach noch von den Quellen, sagen wir mal, noch mehrere Projekte raus, kopiere die habe ich jetzt einfach ganz schnell vor dem Video erstellt, speichere die da ab und jetzt haben wir schon mal 7 Projekte und jetzt wissen wir einfach mal, boah, jetzt die alle miteinander zu vergleichen und dann zu schauen, was da für ein Richtwert rauskommt, ist natürlich schwierig. Deswegen gibt es bei mir so eine Haupt-Excel-Liste, die muss ich einfach bloß öffnen und jetzt kann der Chef einmal mit Rechtsklick aktualisieren hergehen und jetzt wird diese Tabelle, die hat einen anderen Kopf übrigens, da habe ich die, dass ich auch schön sortieren könnte. Das hätte ich vielleicht noch Projekt nennen können, das Column 1, aber egal. Das Projekt Nummer. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel sehen, okay, in den Wohnhäusern hier, wie viele Anteile brauche ich davon, in Werkstatt, Bürogebäude, Tiefgarage. Jetzt habe ich schon viel bessere Richtwerte und damit kann ich arbeiten. Und das Tolle ist halt wirklich, ich brauche nur noch einen Ordner. Ich
mache einen Report in Allplan, setze das hier ab oder lösche das daraus, gehe in meine Haupt-Excel-Tabelle zurück, aktualisiere das Ganze und habe keine Arbeit mehr damit. Das heißt, ich gehe in Allplan rein, mache einen Report, speichern ab, fertig, finito. Ihr müsst dann nicht dann noch irgendwas rauskopieren, einfügen, neue Blätter anfügen. Nein, einfach abspeichern funktioniert. Genau, das ist so meine neue Inspiration für euch. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, wenn ihr da Interesse habt, dass ich euch dabei behilflich bin, dann biete ich euch bei mir die Schulung Allplan Optimize Pro an. Da mache ich mit euch eine Bedarfsanalyse. Da schauen wir, wie die CAD-Workflows von euch ablaufen und ich identifiziere dann das Optimierungspotenzial. Und dann sucht man eine maßgeschneiderte Lösung, zum Beispiel, dass man CAD-Bürostandard aufbauen, sei es jetzt über Bibliothek, Assistent oder was es da alles für Lösungen gibt. Es kommt immer auf die Arbeitsweise und auf die Branche drauf an und die Disziplin, wie man Allplan nutzen muss, kann, soll. Genauso können wir dann eine Implementierung machen von Bürostandards, also das heißt, wir bauen Objekte rein, die schon vordefinierte Attribute haben, die man natürlich abändern kann, die man dann auch am Schluss auswerten kann. Und ja, und dann gibt es natürlich die kontinuierliche Optimierung. Ich schaue, dass die Leute dann ihren Bürostandard in Zukunft dann auch selber pflegen können und dass ich dann nur noch an der Seite als Linienrichter fungiere und dann dazu beitrage, dass das Projekt sauber abgeschlossen werden kann oder sich ständig weiterentwickelt, dass der Bürostandard einfach von alleine funktioniert. Ja, und natürlich mache ich auch Schulungsdurchführungen. Also das heißt, ich mache eine Vorarbeit für eine Schulung, ich passe das nach Bedarf an, ich halte die Schulungen und ich mache auch eine Nacharbeit, dass man danach lange was davon hat, dass man auch nicht nur den kurzen Moment der Schulung aufnimmt und dann sich ein, zwei Sachen rauspickt, sondern dass man wirklich dann im Überblick hat, was haben wir denn alles gelernt und so hat es funktioniert, man weiß, wo man nachschauen kann. Genau, das gibt es. Ja, wer da Interesse hat, gerne melden an verwaltung@subgra.de und ja, vielleicht sehen wir uns wieder. Ansonsten, wenn euch das zur Inspiration beigetragen hat, dann bitte Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao, ciao, servus.